Du überlegst dir, die neue GoPro Hero 10 zu kaufen und möchtest wissen, was sie und ob sie es auch besser kann als der Vorgänger, die Hero 9? Du willst wissen, welche neuen versteckten Features es gibt? Speziell das eine, welches den Einsatz im Tauchgehäuse total einfach macht? Du möchtest ehrliche Tests von einem normalen User, wie ich es bin, sehen? Dann sei gespannt und willkommen! Nein, es geht noch nicht für die Tests unter Wasser. Zuerst machen wir ein wirklich rasches Unpacking. Ich persönlich mache alle Updates manuell und nicht über die GoPro Quick App. Das erscheint mir sicherer und ist anonym. Das Thema Überhitzung geistert durch sämtliche Foren und YouTube-Kanäle. Auch ich wollte es genau wissen und habe einige Tests gemacht. Als erstes Hero 9 und Hero 10 ohne die Tauchgehäuse. Überhitzungsabschaltung gab es hier keine. Die Akkus waren irgendwann am Ende, wobei der haarneue Akku der Hero 10 um 8 Minuten länger durchhielt. Natürlich folgten dann sofort Tests mit den Kameras im Gehäuse. Und zwar jede Menge Tests, weil die Ergebnisse waren nicht sehr zufriedenstellend. Interessant ist auch das Batteriemanagement der Hero 10. Diese schaltet erst bei 1% Akkuladung aus. Die Hero 9 hingegen macht das bei 20-30%. Wie gut das für den Akku auf Dauer ist, werden wir sehen. Aber jetzt geht es wirklich ins Wasser. Ich habe wieder eine kleine Konstruktion zusammengeschraubt, um beide Bildschirme der Heroes nebeneinander sehen zu können. Links ist die Hero 9 und rechts immer die Hero 10. Das erste, was auffällt, ist der verschiedene automatische Weißabgleich. Hier wird es schwierig werden, die Aufnahmen direkt aus den Kameras miteinander zu verbinden bzw. im Schnittprogramm zusammenzuschneiden. Der Vergleich von 5K30 zu 5,3K60 zeigt nicht sehr viele Unterschiede, wobei natürlich mit 5,3K60 eine leichte Zeitlupe möglich ist und man kann wirklich dank der hohen Pixeldichte ziemlich ins Bild hineinzoomen. Meine Entscheidung, heute keinen Tauchanzug zu verwenden, war übrigens sehr, sehr mutig. Auf den nächsten Test war ich schon sehr gespannt. Das für mich persönlich Top-Feature der Hero 10 ist die Möglichkeit, Zeitlupe mit 120 Bildern in der Sekunde und 4K aufzunehmen. Diese hohe Auflösung ermöglicht es, extreme Details in der Zeitlupenaufnahme sehen zu können. Damit das deutlich sichtbar wird, habe ich den Bildschirm geteilt und in die Aufnahmen hineingezoomt. So kann man in aller Ruhe alle Details betrachten und die zwei unterschiedlichen Aufnahmen miteinander vergleichen. Der Vergleich spricht für sich selber. Die Ergebnisse sind einfach top. Diese hohe Bildqualität hat aber ihren Preis. Denn das verlangt sehr viel Rechenleistung und Akku. Beim Dauertest 4K 120 schaltet sich die Kamera bereits nach 18 Minuten 30 aus und hat in dieser Zeit einen Akkuverbrauch von 70%. Eine wichtige, aber eigentlich nicht dokumentierte Neuerung gibt es, wenn man die Kamera im Gehäuse verwendet. Das Gehäuse ist ja nicht nur als Tauchgehäuse da, sondern auch als Schutzgehäuse und ich kann, wenn die Kamera im Gehäuse ist, den Touchscreen natürlich nicht bedienen und so nicht umschalten.
Die Lösung dafür ist, dass man den Ein-Ausschaltknopf kurz drückt und gedrückt hält und dann den Aufnahmeknopf dazu. Das bringt mich in einen Modus, dass ich auf der Vorderseite die Voreinstellungen, die Presets angezeigt bekomme. Hier kann ich dann durchschalten und auf das gewünschte Preset einstellen und auswählen. Und dann habe ich die geänderte Einstellung und kann mit anderen Einstellungen filmen. Bei der Hero 10 habe ich diese unglaubliche Verbesserung, dass wenn ich in diesen Modus gehe, die ganzen Voreinstellungen, die Presets, die ich getroffen habe, nicht nur vorne sehe, sondern auch auf der Rückseite. Also wir haben sie vorne, aber wir haben sie auf der Rückseite. Und der Vorteil von auf der Rückseite ist, dass hier genau dabei steht, nicht nur der Name des Presets, der Voreinstellung, sondern auch was es hat. Zum Beispiel hier 4K, 60 und weit. Und das hilft mir. Hier kann ich genauso durchschalten und dann eben auswählen, mit was ich weiterfilmen möchte, mit welchen Einstellungen. Und das hilft mir unheimlich, wenn das Ding im Tauchgehäuse ist, die ganzen Einstellungen zu wechseln. Dieses Aktivieren der Belichtungssteuerung ist eine sehr lästige Sache, da ich dann nicht mehr sehe, wie lang die Aufnahme schon läuft und wie der Batteriestand ist. Ein weiteres unnötiges Goodie sind die Tipps, die zwischendurch aufpoppen und den Bildschirm blockieren. Im Ansprechverhalten der Hero 10 konnte ich keine großen Unterschiede zur Hero 9 feststellen. Es ist nach wie vor eine Qual, bis dann irgendwann die Eingaben angenommen werden. Die Reaktions- und Verarbeitungszeit ist bei der Hero 10 durch den neuen Prozessor viel schneller, aber das Nicht-Annehmen oder Falsch-Annehmen der Eingaben nervt einfach ohne Ende. Und hier noch ein besonderes Schmankerl. Umschalten von Videomodus auf Zeitraffermodus beim Eintauchen. Wenn man das nicht bemerkt, macht man dann die komplett falschen Aufnahmen. Nach dem Korrigieren und Umschalten auf den Videomodus starte ich beide Kameras draußen an der Luft, damit quasi keine Umschaltungen beim Eintauchen passieren können. Und man glaubt es nicht, die Belichtungssteuerung will sofort wieder ihr Eigenleben führen. Der nächste Test soll sich kleineren Objekten widmen, wie diesen 10 bis 15 cm langen Fischleins. Hierfür verwende ich die Objektiveinstellung linear mit Horizontausrichtung und ich möchte auch die 2,7K 240 Bilder Zeitlupe der Hero 10 ausprobieren. Hier sollten durch die 2,7K eine deutliche Verbesserung des Bildes eintreten, was aber jetzt hier bei den Aufnahmen nicht ersichtlich ist. Im Gegenteil, die Aufnahmen sind von der Schärfe und von der Auflösung her viel schlechter als die der Hero 9. Da muss ich noch einige Testaufnahmen mehr machen. Ich habe keine Ahnung, warum das im Augenblick so ausschaut. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Eine Neuerung der Hero 10, die kaum noch bekannt ist, ist der Infobutton in der Medienansicht. Und zwar ist er hier in der linken Ecke. Wenn ich hier drauf drücke, bekomme ich nicht nur den Dateinamen angezeigt, sondern auch das Datum, wann aufgenommen wurde, die Aufnahmedauer, ob ich ein Preset verwendet habe, welche Bildrate, welche Auflösung und so weiter. Also ich kann alle Daten im Nachhinein zu dieser Aufnahme nachschauen. Das hilft oft, wenn man dann zu Hause irgendetwas genauer wissen will.